Hallöchen Leute, ja, willkommen zurück zu einer weiteren Reaktion. Heute wieder auf die nächsten drei Teile von Herr Bergmanns Adventskalender. Wenn dieses Video rauskommt, ist wahrscheinlich Weihnachten schon vorbei. Also ich hoffe, ihr habt schöne Weihnachten gehabt oder schönen Heiligabend. Aber trotzdem geht diese Reaktionsreihe weiter, wenn ihr es weiterhin feiert. Und dann feiern wir halt ein zweites Mal Weihnachten, lol. Können wir auch nochmal machen. Aber jetzt schauen wir uns an. Dieser Prank geht schief. Let's go, Folge 14. Moment mal. Typen kenne ich doch. Was zum Teufel suchen die beiden? Hallo, Herr Bergmann. Ah, okay. Hast du was gehört? Ich bin der Main School, in der sich bereits zahlreiche Menschen versammelt haben, um gemeinsam die alljährliche Weihnachtsparade zu feiern. Ein herrlicher Anblick, der dazu ein... Kennt man die Stimme von dem Radiosprecher? Ich kenne die auch nicht. Also ich kenne mich in dieser Minecraft-Szene nicht so sehr aus. Das heißt, ich kenne halt nur GLP, Palles, Stummi und Herr Bergmann, aber auch nur, weil die auch teilweise im UFO waren, teilweise auch Real-Life-Videos gemacht haben, also darüber hinaus kenne ich es halt nicht, deswegen. So sowas wie Zombie oder Maudado oder so, die kenne ich halt alle gar nicht, bestimmt ja auch noch. Ich weiß nur, dass sie existieren, aber ich kann die nicht zuordnen. Du Idiot, bist wohl gegen den Putzwagen gelaufen. Das wird sein, Harry. Okay, was machst du denn hier? Ich wollte einen lustigen Prank drehen und die anderen Schüler erschrecken. Es sind Weihnachtsferien, Manu. Ja, das habe ich dann auch gemerkt. Aber jetzt sind sie ja hier. Sorry, aber ich kann jetzt nicht mit dir spielen. Oh. Manu, sei still. Ich brauche aber einen coolen Prank für meinen TikTok-Kanal. Sei doch bitte still. Oh Mann. Hier, dann spiel damit. Diese kleinen Kinder, ein bisschen nervig, ey. Ah. Okay, Zombie. Ja, okay, aber auf Englisch heißt Zombie. Zombie. Das ist das englische Wort, aber Zombie heißt. Na, Leute, Englisch. Immer diese Minecraft-YouTuber, die kein Englisch können. Ja, also, ist ja nur Spaß. Es gibt eben einfach diese Box hier mit der Bombe drin. Nice. Eine Captain Pineapple-Figur? Wie geil ist das denn? Oho, bereit für eine explosive Überraschung? Oh, ja, sehr gerne. Kuschelangriff! Ja! Okay, Manu, ich bin sofort wieder da. Bleib einfach hier und sei still, ja? Ja. Verdammt, hier ist sie auch nicht. Langsam wird die Zeit knapp, Harry. Wo hat dieser Trottel dieses verdammte Spielzeug versteckt? Was ist, wenn er herausgefunden hat, dass in der Figur eine Bombe steckt, Harry? Dann sind wir erledigt. Moment mal. Bombe, Bombe, Bombe. In dem Spielzeug. Ja! Hallihallo, liebe Leute. Hier ist wieder euer Schmanuel. Schaut mal, was Schmanuel. Ich super cool geschickt bekommen habe. Hä, wie geil. Aber das ist nicht TikTok, das ist Instagram hier, oder? Ja. Aber bereit für ein Von den Kommentaren hier kann man die auch hier auch lesen. Stehen hier. Geiles Teil, cool. Die Hand, nicer. Also, die ist reinschreiben. Ich lieb's, also, geil. Bereit für ein großes Feuerwerk? Oh ja! Pew, pew! Ey! Sorry, Manu, ich brauch die dringend wieder. Ich kauf dir nach den Ferien eine neue. Ich will die aber jetzt! Da ist doch jemand. Geben Sie mir die Figur. Ich kaufe dir eine andere. Ich will aber diese. Die kriegst du aber nicht. Hallo. Mann, GLP, Schmanuel, please, be quiet. Nimm mal diese nervigen kleinen Minecraft-YouTuber, die ständig irgendwie nerven und ihre Spielzeug haben wollen. Ich hab nur Spaß, Leute, ihr wisst Bescheid. Mann. Das gibt's doch nicht. Hey, schau mal, Harry, das Kind hat die Figur. Hey! Weg hier. Komm schon, Manu, lauf! Tür zu ziehen. Oh, yo. Spring rein, schnell! Hä, der schon wieder? Wo kommt ein Taxifahrer jetzt her, random? Hä? Hä, wo weißt du, wo die sind? Hat er die verfolgt? Hä, wo, die kann jetzt hier einfach anhalten. Hä, wo weißt du, dass die da sind? Weg hier! Bergmann! Nice, und geht direkt weiter in der nächsten Folge, Folge 15. Oh, diese Kamerafahrt erinnert mich voll an GTA 2 oder so. Ich glaube, GTA 2 war das. Das spielst du ja auch von oben, von der Obenperspektive. Oh Mann, das war knapp. Vielen Dank, Marco. Nicht zu danken. Dafür sind doch Partner da. Wo geht's als nächstes hin? Am besten zurück zur Polizeistation. Wir müssen schleunigst sie. Könnte der eigentlich abhauen von diesem Unfall, den er hatte? Und ist sein Auto nicht kaputt gegangen davon? Der ist auf volle Kanne frontal gegen ein Auto gefahren.
Das andere Auto war ja komplett kaputt. Was mit dem Taxi geht, ist noch in Ordnung, scheinbar. Aber die Rolle von Taxifahrer erinnert mich auch ein bisschen an den von Rush Hour, glaube ich. Da war es auch irgendein Taxifahrer, der irgendwie voll mitmachen wollte. Und auch, es war, glaube ich, Rush Hour, Rush Hour 2 oder so. Der auch mitgegangen ist zu diesen Agenteneinsätzen. Auch am Ende sogar einen Gegner umgenutzt hat, irgendwie umgeschlagen hat oder sowas. Das war ich auch noch irgendwo, da war das, ja. Dieses Ding loswerden. Was? Roger that! Also die da hier Bergmann hier von mitlaufen haben hier in der Stange hier. Hä? Ist das nicht er? Cosplay als er? Und hier ist sogar ein paar Looten? Hä? Werden die so gefeiert und trotzdem gehen auf die Parade auch mit drauf? Und dann erkennt ihn auch keiner? Aber was ich auch noch sagen wollte, ist, das mit der Parade erinnert mich auch an einen Film mit Schwarzenegger sogar, weil hier sind viele Arnold Schwarzenegger-Referenzen in dem Film. Und da gibt es auch einen Film mit Arnold Schwarzenegger, wo er jetzt für seinen Sohn ein Spielzeug kriegen muss. Und dann auch genau dieselbe Story wie hier, lol, check ich jetzt erst. Das ist dieselbe Story, nur dass bei dem Schwarzenegger-Film der Schwarzenegger ein Spielzeug haben will für seinen Sohn, glaube ich. Und hier will er das Spielzeug haben, um das Paluten zu schenken, glaube ich. Ja, stimmt, daher kommt die Referenz. Lol, komplett nicht gecheckt. Stimmt, ja. Stimmt. Was ist los? Die Weihnachtsparade. Mist, die habe ich ja total vergessen. Geil, eine riesige Menschenmenge. Dankeschön, Lars. Was für eine tolle Idee. Stell dich mal nicht so an. Es sind doch maximal so 200 Leute hier. 200? Was für eine Quatschschätzung. Oh Gott. Ah, das ist so geil. Das ist eine Parodie auf die Querdenker, die auf ihre Demos gehen und sagen, es sind bestimmt noch 200 Leute, bestimmt 2 Millionen Leute, die hier bei der Demo waren. Am Ende waren es nur 10, waren es nur 200 oder 100 oder so. Aber ist auch geil. Das ist auch geil, Referenz dazu. Oh mein Gott, geil. Florentin, bitte einmal nicht beschweren, ja? Na, dann schlepp mich nicht zu deiner Scheiße. Ja, na, komm, jetzt halt dein Maul. Jetzt ist unsachlich. Oh, irgendeine Chance, dass wir da durchkommen? Erinnerst du dich an die Serie Knight Rider? Knight Rider, geil. Knight Rider. Na klar. Das Coolste an Kit war der Turbo Boost. Ein Knopfdruck und David Hasselhoff flog über jedes Hindernis hinweg. Ja. Knight Rider habe ich früher auch geguckt, so ein, zwei Folgen. Und da habe ich so einen GTA-Mod runtergeladen, um dieses Kit-Fahrzeug zu bekommen, dass du auch mit rumspringen kannst und so Boost geben kannst. Ich habe sogar mal so ein Spiel mal gekauft, Knight Rider PC-Spiel mal gekauft. Da hab ich auch mal gespielt. Das war richtig kacke. da war der GTA-Mod viel geiler. Ja, die Serie war geil. Und sowas hat ein Taxi? Nein. Och. Aber ich habe alle Staffeln auf DVD zu Hause. Das sehen wir uns auch nicht mehr. Hey. Manu! Oh nein! Bergmann! Was? Vergiss die Bewertung nicht! Bis später! Oh mein Gott. Ich hasse so Musik. Ich mag so Musik gar nicht, ne? Ich weiß nicht, ich kann das gar nicht. Meine Oma liebt es mal so tut. Was sagt die mal so? So Blasmusik. Und ich kann das irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich kann mir sowas nicht anhören. Ich will so wie cringe. Hey! Pass doch auf! Na, die sind auch da. Spinner unterwegs. Oh, der ist rund. Hey, der ist ja rund hier. In Minecraft runde Sachen, nicht mal würfeleckig, sondern komplett rund. Magie. Hexenwerk. Vorsicht! Sorry! Ja, das ist voll, das ist halt doch perfekt. Fahren Sie bitte! Danke! Tschüss, Herr Bergmann! Bitte halt den Fahrstuhl! Aua! Das war ananastastisch! Was hast du denn da Schönes? Das geht dich gar nichts an! War nur richtig aggressiv! Oh Gott! Yeah.
Hallo. Hallo, Herr Bergmann. Bitte, ich brauche die Figur zurück. Ich kaufe dir auch was anderes Tolles. Oh. Komm. Wo ist der rumgerannt hier überhaupt auch die ganze Zeit? Also das richtige Verfolgungsjagd. Manu, findet der Mann nach Hause oder wie? Vor allem hat einfach random dieses Geschenk bekommen und rennt einfach weg. Der hätte ihm auch theoretisch gar nichts schenken müssen. Das ist also komplett mega, mega dumm. Schon, bitte. Der will mein Spielzeug klauen. Yo. Was? Schnappt euch den Perversen. Ah, schnappt euch den Perversen. So. Alle so. Ach, Mann. Ach, Mann. Diese kleinen Kinder, die sowas ausnutzen auch noch. Oh, Mann. Schmenjul. Oh, gar nicht. Gar nicht cool. Erstling, Manu. Jetzt warte, Manu. Hey. Oh, hey, ihr macht alle einen großen Fehler. Wenn ihr wüsstet, dass... Hat er ordentlich Bohnen gegessen? Warum musste er hier so ordentlich einen abziehen hier? Oh mein Gott, was ist das denn? Wie das alle machen. Das darf nicht wahr sein. Aber diesen Move mit, oh mein Gott, was ist das denn, hat er auch von in Zukunft mitgenommen. Von in Zukunft hat er das mitbekommen, wo er, da gab es auch diesen Move mit. Guck mal da, und dann hat er alle umgetackelt so. Stimmt, das war ja auch von, ja, Zurück in Zukunft. Ne? Was jetzt, Harry? Ich will dieses Kind um jeden Preis. Ey, mach Platz, du Sp... Direkt weiter geht's mit dem nächsten Teil, Game Over Part 16. Also ich finde es geil, was Bergmann hier für 1000 Referenzen macht zu irgendwelchen Filmen, die ich kenne, die ich auch feiere und gucke. Und die er mit einbaut. Ich weiß, Bergmann ist zu großer Zug in Zukunft-Fan. Und das weiß ich echt zu schätzen. Deswegen feiere ich Bergmann auch ein bisschen mehr natürlich noch. Weil er ja auch so viele Referenzen mit einbaut, die halt man nur kennt, wenn man halt die ganzen Filme gesehen hat. Also guckt die Filme. Guckt alle Filme, die ich hier in diesen meinen Reaktionen aufgezählt habe. Denn die sind es einfach wert, gesehen zu werden. Gut, wir haben Zug in Zukunft ja schon mal gesehen im Stream hier mit Watch Party. Die haben wir schon geguckt. Also wer dabei war, der kann sich erinnern. Hallo, Herr Bergmann, hier oben. Ja, es bin da hochfährt, was? Genau. Ja. Das darf doch nicht wahr sein. Was mache ich hier nur? Die Feuerwehr, Alter. Oh mein Gott. Ricky, Großaufnahme. Meine Damen und Herren, die Weihnachtsparade hat eine dramatische Wendung genommen. In diesem Moment wird ein unschuldiges kleines Yo. Kind von einem Wahnsinnigen über das Dach eines Hochhauses gejagt. Ja, als ob das gejagt wird, das Kind. Wieso? Die wissen doch gar nichts von der Story. Wieso können sie einfach auch denken, dass der das Kind vielleicht retten will darunter oder so? Und sagen sie nicht das Schlimmste, sagen, oh, der wird gejagt von dem Typen. Hä, was wollen die denn wissen? Das ist komplett. Erst, was ich denken würde, wenn ich die nicht kennen würde, ich denke so, hä? Will der das retten oder was? Will das Kind da oben retten? Wäre mein erster Gedanke gewesen. Wirklich, no joke. Unglaublich! Hallo, bitte, komm wieder zurück! Das ist saugefährlich! Geschenkt ist geschenkt, Herr Lügmann! Herr Lügmann! Da oben sind sie, Harry! Hey! Oh nein! Gebt uns die Figur und wir versprechen euch, dass wir euch nichts antun werden. Niemals, ihr Spinner. Wie du willst. Was machen wir jetzt, Harry? Los, los, los! Go, go, go! Man kann nur erahnen, was für eine Todesangst der kleine Junge da oben haben muss. Wer auch immer, dieser Geist ist... Die beste Sache hier, du kannst Kekse, Crepe und Hüte kaufen. Wichtigsten drei Sachen, die man braucht. Kranke Verfolger auch ist... Oh, Moment! Wie ich soeben erfahren habe, konnte der Wahnsinnige identifiziert werden. Es handelt sich bei dem Entführer um den beliebten Vorschullehrer Tim Bergmann. Ja! Hey, was hab ich denn eben dran? Geil! Weißt du, was du da tust, Harry? Nein. Oh Mann, yo! Fest, Manu. Hä, kann man den überhaupt von da unten stören, den Kran? Eigentlich kannst du nur von der Kranzgüte oben machen, nicht von unten. Oder gibt es einen extra Zusatzzugang, falls oben mal der Typ einschläft oder so. Aber, Oh ja! Oh, weia. Will er die umbringen vor allem? Hä, will er die umbringen? Die können da runterfallen auch und dann ist das Spielzeug auch kaputt. Dann explodiert die Bombe hier über dem ganzen Gedöns hier. Hat der Weihnachtsmann hier schwarze Klamotten anstatt rote? Sieht so aus. Schnapp dir die Figur, Marv! Alles klar, Harry!
Nicht runterschauen. Nicht runterschauen. Oh, die Kamera ist voll geil. Reiß dich zusammen, Bergmann. Höhenangst ist nur eine Einbildung. Badu! Oh, Hilfe! Das macht Spaß! Ich bin sofort da, Manu. Du packst das, Bergmann. Du packst das! Hilfe, Herr Bergmann! Hier, nimm meine Hand! Ups. Unglaublich! Jetzt ist es plötzlich eine dramatische Rettungsaktion. Jetzt plötzlich ist es eine Rettungsaktion. Aber vorher war es mit verrückter Lehrer in Wahrheit ein Held. Siehst du, direkt schlecht ist dir drüber geredet, ne? Es ist unfassbar, unfassbar. Ich hab sie, Harry. Oh, verdammt. Ihr habt, was ihr wolltet. Lasst uns runter und wir klären das wie Erwachsene. Du hattest deine Chance, Kumpel. Jo, genau. Mit der Hand. Ich kann mit der Hand da draufschlagen, als kaputt machen? Wieso? Das würde ich nicht mehr hinkriegen. Wenn ich meine Hand auf meinen PC schlage, würde ich nicht kaputt kriegen. Nur vielleicht ein paar Kabel umbiegen oder so, aber das sind ja normale Knöpfe hier. Was ist das? Der Hulk auch noch oder was? Abkehr durch den Schlag von Hulk ins Gesicht wahrscheinlich. Oh, die fallen bestimmt auf das Luftding drauf und können sich so irgendwie abfangen noch. Alter, die haben doch. Also die sterben ja nicht. Das wäre mega kacke, wenn die sterben jetzt so. Voll schlechte Serie, aber nee, voll geil. Ich feiere die. Und ich bin gespannt auf die nächste Folge. Wenn ihr weitere Reaktionen haben wollt, dann liked dieses Video. Und dann sehen wir nächstes Mal dann Folge 17, 18 und die 19. Und ja, dann, das war's mit der Serie. Die sind gestorben, Ende. Spaß. Steht doch hier vor diesem Folge. Die Beerdigung muss man noch sehen, so wie es bescheiden. Also ciao.